Video sprechen wir darüber, warum du unbedingt deine Festplatte auf deinem Computer verschlüsseln solltest. Wir klären im ersten Teil, dass alle Daten einen Wert haben und du auch etwas zu verbergen hast. Dann klären wir, wie und wann eine Verschlüsselung dagegen schützen kann und wählen danach die Art der Verschlüsselung aus. Los geht's nach dem Intro. Mein Browser kann Zugangsdaten speichern. Der kann das aber auf zwei verschiedene Arten machen. Du kennst bestimmt die Abfrage, ob der Browser Passwörter speichern soll. Selbst wenn du die mit Nein anklickst, kann es trotzdem passieren, dass Zugangsdaten gespeichert werden. Die werden aber nicht in Form von Benutzername und Passwort gespeichert, sondern in Form von Cookies. Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass wenn du auf Amazon oder Google in deinem Browser gehst, du nicht jedes Mal nach deinem Benutzernamen und Passwort gefragt wirst. Das liegt daran, dass der Browser in der Lage ist, dieses Cookie zu speichern und dir Zugriff auf die Webseite zu erlauben. Wenn ich jetzt also Zugriff auf deine Festplatte bekomme, dann habe ich entweder die Möglichkeit, mal nach gespeicherten Passwörtern und Nutzernamen zu schauen oder klaue mir eben diese Cookies. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du Bilder oder Videos auf deinem PC hast. Überleg dir, ob du möchtest, dass andere dich sehen können. Wenn nicht, dann wärst du auch ein Kandidat für eine Festplattenverschlüsselung. Meine Bank stellt mir meine Kontoauszüge digital zur Verfügung. Das heißt, die liegen auf meinem PC ab, natürlich gesichert und auch verschlüsselt. Die gehen wirklich niemandem etwas an. Darüber hinaus scanne ich alles, was mir in die Hände kommt. Also alles, was per Post kommt, jage ich einmal durch meinen Scanner und vielleicht hast du das ja auch gemacht und hast wichtige Scans auf deiner Festplatte liegen, die auch niemand außer dir sehen soll. Vorhin haben wir über den Browser gesprochen und der speichert nicht nur Zugangsdaten, sondern auch eine Historie deiner besuchten Websites. Du kannst ja mal kurz überlegen, ob vielleicht in dieser Historie irgendwas ist, was nicht jeder zu sehen bekommen soll. Bei dieser Historie ist natürlich auch gespeichert, wann du auf was zugegriffen hast. Also ich kann vielleicht so ein bisschen deinen Tagesablauf an der Browserhistorie ablesen. Es gibt aber auch noch Programme, die ihren Login einfach selbst speichern. Zum Beispiel ist das Steam zu nennen oder auch Windows. Beziehungsweise Microsoft, denn da habe ich ja verschiedene Dienste, wie zum Beispiel OneDrive, und da bin ich eben angemeldet. Zusätzlich habe ich vielleicht auch noch ein Mailprogramm installiert und darauf habe ich dann meine ganzen Mails, meine Kontakte und Termine. Und auch das Mailprogramm muss ja irgendwie Passwörter speichern, damit es sich beim Mailserver einloggen kann. Und gerade der Mail-Account, der kann ziemlich kritisch sein, denn fast alle Dienste im Internet bieten die Möglichkeit, das Passwort über eine Mail zurückzusetzen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur noch Skype installiert und habe da meine ganzen persönlichen Gespräche drauf. Ein weiteres Einfallstor sind registrierte Programme und Lizenzcodes. Wenn ich also Geld für ein Programm ausgegeben habe, dann wird diese Registrierungsinformation meistens lokal gespeichert. Wenn jetzt also unberechtigter Zugriff auf meinen PC erfolgt, dann hat der Angreifer im Zweifel auch darauf Zugriff. Und der letzte Punkt, der mir einfällt, ist meine Steuererklärung. Die mache ich am PC und natürlich möchte ich nicht, dass andere die in die Hände bekommen. Wenn ihr jetzt bei der Liste zugehört habt und immer noch denkt, ihr habt nichts zu verbergen, dann gilt mein Angebot, dass ihr eure unverschlüsselte Festplatte einfach mal als Image zu mir schickt und ich schau mal, was ich darauf finde. Ich bin ziemlich sicher, darauf wird wohl niemand eingehen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kann ich mich mit einer Verschlüsselung gegen einen Angriff schützen bzw. die Daten schützen, die ich gerade aufgelistet habe. Zugegeben, manche Dinge sind auch schon geschützt, indem ich ein Windows-Login habe. Wenn ich aber eine nicht verschlüsselte Festplatte habe, dann kann ich einfach mit einer Live-CD von Linux in mein System booten und dann habe ich eben doch wieder auf das meiste Zugriff. Also, wann schützt uns jetzt eine Verschlüsselung? Ich würde erstmal sagen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dann schützt mich diese Verschlüsselung generell vor unberechtigtem Zugriff. Niemand kann mein Gerät starten, wenn es beim Booten nach einem Passwort fragt. Und wann könnte ich in so eine Situation kommen, wo jemand unrechtmäßig an mein Gerät kommt? Naja, bei Diebstahl oder Einbruch. Der Diebstahl ist wahrscheinlich, wenn ich ein mobiles Gerät habe und damit einfach unterwegs bin. Entweder verliere ich dann das Gerät oder mir klaut es halt jemand. Es kann aber auch sein, dass in die Wohnung eingebrochen wird und eben alle Geräte mitgenommen werden, die irgendwie wertvoll aussehen.
Darunter kann natürlich ein Laptop fallen, aber natürlich auch ein PC. Und PCs werden immer kleiner, also auch PCs haben dann den Mitnahmeeffekt sozusagen bei einem Einbruch. Kommen wir auch zum Thema Hausdurchsuchung. Das habt ihr nicht in der Hand, ob eine Hausdurchsuchung bei euch stattfindet oder nicht. Und die kann aus völlig anderen Gründen stattfinden, als ihr vielleicht erwartet. Und wenn dann die Behörden Zugriff auf eure Festplatten haben, dann können sogenannte Zufallsfunde entstehen und wegen der ganz anderen Sache weiterermittelt werden. So, und jetzt kommen wir mal so zu ein paar anderen Punkten, die wahrscheinlich fast jeden irgendwann mal betreffen. Und da bin ich sehr froh, dass ich meine Sachen verschlüsselt habe und da einfach ruhig schlafen kann. Nämlich, was passiert denn, wenn die Festplatte defekt ist? In dem Moment habt ihr keine einfache Möglichkeit mehr, ein Kabel anzuschließen und die Daten darauf zu löschen. Also ich rede davon, dass sie zum Beispiel vom PC gar nicht mehr erkannt wird, nicht mehr formatiert werden kann, ja, und damit ist sie für euch nicht mehr zugreifbar. Das heißt, das Argument, naja, ich überschreibe meine Festplatte, bevor ich sie entsorge, das kann auch nur dann funktionieren, wenn tatsächlich die Festplatte noch in einem Zustand ist, wo sie überschreibbar ist. Nur weil der PC von euch die nicht mehr erkennt, heißt jetzt aber nicht, dass die Daten auf der Festplatte nicht mehr drauf sind und ein Angreifer nicht einfach die Platte auslesen kann. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar ganze Firmen, Data Recovery Firmen, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Also das kann durchaus sein, dass eure Festplatte zwar bei euch nicht mehr geht, aber jemand anderes sie immer noch auslesen kann. Und euch ist damit die Möglichkeit genommen, die Daten auf der Festplatte zu löschen oder zu überschreiben. Das Problem habe ich auch, wenn ich meine Festplatte ganz normal entsorgen will. Hier müsste ich jetzt anfangen, die Festplatte zu überschreiben. Erstens muss ich jetzt daran denken, dass ich die auch wirklich sauber überschreibe, bevor ich sie entsorge. Und zweitens, dann hätte ich mir die Arbeit auch sparen können und hätte die einfach verschlüsseln können von Anfang an. Ich meine, die Arbeit muss man sich doch eh machen. Und das nächste, ähnlich wie bei der Entsorgung, habe ich auch das Problem beim Verkauf. Auch da muss ich anfangen, die Festplatte zu überschreiben. Und hätte ich die halt vorher verschlüsselt und dann einfach formatiert, dann wäre das alles viel schneller gegangen. Also, die schützt mich beim Verkauf und bei der Entsorgung schützt mich auch eine Verschlüsselung. Jetzt stellt sich halt die Frage, welche Art der Verschlüsselung wählen wir? Es gibt ja zum Beispiel von TrueCrypt oder mittlerweile von VeraCrypt solche Container, die ich anlegen kann. Und da rein kann ich dann halt Dateien speichern, die am Ende verschlüsselt sind. Das ist im Prinzip auch gar keine schlechte Idee. Wenn ich aber an einem Personal Computer arbeite, würde ich tatsächlich dafür plädieren, eine Full Disk Encryption zu verwenden. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich den PC gar nicht hochfahren kann, denn die Abfrage nach dem Passwort kommt schon beim Booten. Und bei der Teilverschlüsselung hat man halt Zugriff auf temporäre Verzeichnisse. Also Teilverschlüsselung wäre dieser Container von VeraCrypt, da habe ich ja dann nur, sage ich mal, meine Bildersammlung verschlüsselt, weil die ist mir besonders wichtig. Es kann aber sein, wenn ich das Bild eben mit einem Programm bearbeite, dass es da in den Zwischenspeicher geladen wird. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Arbeitsspeicher, sondern einfach temporäre Verzeichnisse auf meinem PC. Zum Beispiel habt ihr ja bei Windows diese zuletzt verwendet Funktion. Da kann man sehen, welche Dateien zuletzt im Zugriff waren. Und hier könnte man schon Rückschlüsse ziehen, dass es einen verschlüsselten Container irgendwo geben muss, weil hier auf einmal Dateien auftauchen, die ich aber unverschlüsselt auf der Festplatte nicht finden kann. Habe ich jetzt einfach das komplette Betriebssystem verschlüsselt, kommt da halt niemand ran und kann auch keine Rückschlüsse ziehen. Also ich würde immer versuchen, die komplette Festplatte zu verschlüsseln und nicht einfach nur einen Container zu verwenden. Es gibt aber Situationen, in denen auch ein Container Sinn macht, davon will ich jetzt gar nicht abgehen. Also wenn ich einen USB-Stick zum Beispiel habe, macht es auch Sinn, hier einen Container zu verwenden. An meinem Personal Computer allerdings würde ich immer versuchen, wenn es geht, eine Full Disk Encryption zu machen. Ich weiß, dass man manche Punkte, die ich genannt habe, diskutieren kann und genau dafür habt ihr ja die Kommentare. Bleibt bitte sachlich und wenn ihr einen guten Hinweis habt, dann gerne in die Kommentare damit.